Und damit sage ich Hallo zur ersten Aufnahme Hollywood in der Podcast Edition. Wir haben uns einfach mal gedacht, weil Lotze und ich jetzt länger nicht mehr über Filme gesprochen haben, beziehungsweise wir das nicht zusammengetan haben, haben wir uns jetzt hier mal zusammengesetzt. Und da es ja in der letzten Zeit ein sehr trauriges Ereignis gab, weil in letzter Zeit sterben irgendwie viele prominente Schauspieler, Künstler, wie auch immer, Leute, die sich kreativ ausgelebt haben. Und ein Film, den wir hier an dieser Stelle heute besprechen wollen, ist Purple Rain, der Film mit Prince. Lotso, das lag dir besonders am Herzen, dass wir heute drüber sprechen. Ja, weil die Idee für diesen Podcast hatten wir jetzt nicht nur jetzt. Wir versuchen schon seit fast 2 Jahren, glaube ich, was zu Purple Rain auf die Beine zu stellen. Und als vor kurzem halt Prince tragischerweise gestorben ist, wurde es ein bisschen dringender dann, dieses Projekt dann endlich mal ein bisschen voranzurücken. Also ich muss ja gestehen, ich bin nie sonderlich ein Fan von seiner Musik gewesen. Das hat jetzt eher was damit zu tun, weil ich ja in einer anderen Rockrichtung beheimatet bin, was meinen Musikgeschmack geht. Aber ich muss sagen, dass für die damalige Zeit eher von den ganzen Musikfilmen, es gibt ja so viele Musiker, die zu der Zeit Filme produziert haben. Ich meine, es ist nichts Neues, dass jetzt Musiker Filme produziert haben, aber er hat es damals gemacht und hat so seine Musikstücke quasi bildlich so in Szene gesetzt, wie es so für die damalige Zeit, möchte ich jetzt mal sagen, ein bisschen erhaben war, wenn man jetzt mal andere Musikfilme vergleicht. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst. Absolut. Und der Film hat ja auch einen gewissen Kultstatus, sodass er, ich glaube, eine Woche nachdem Prince gestorben ist, in amerikanischen Kinos sogar nochmal ausgestrahlt worden ist und Leute da tatsächlich für 2 Tage lang reingegangen sind. Interessant, weil das halt auch mehr so eine Nummer ist. Michael Jackson zum Beispiel hat gern mal Kurzfilme als längere Musikvideos rausgebracht. Und Prince hat tatsächlich für sein Purple Rain Album einen ganzen Werbefilm für sein Album ins Kino gebracht, wo jeder Track drauf vertreten ist. Ja, das ist ein interessanter Fakt, der mir jetzt so gar nicht bewusst war, weil mir, ich muss leider gestehen, also seit nimmt's mir nicht krumm, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so bewandert mit seiner Musik im Allgemeinen. Also ich kenne den Purple Rain Film, ich kenne auch ein paar andere Songs, die immer mal wieder im Radio liefen. Ich meine, man kam irgendwo nicht drum rum, wenn man in den 90ern groß geworden ist. Also da hat man immer mal wieder Musik von ihm wahrgenommen, auch wenn man jetzt nicht so der große Bewunderer dieser Musik ist, aber man hat sie wahrgenommen. Und jetzt, wo du sagst, dass er quasi so sein ganzes Album da reingepackt hat, hat das dann für mich schon so eine gewisse Besonderheit, weil, wie du schon eben angemerkt hast, Michael Jackson hat ja früher damals längere, mit Budget vollgepumpten Musikvideos gedreht. Ich meine, ich hatte damals auch als Kind diese ganzen Videokassetten und Prince war dann eben halt so, er hat ja quasi, er hat ja mehrere Sachen gemacht, aber so, das ist so, glaube ich, der Film, der von ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist, auch so das Album. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst. Definitiv, erstens, weil es eins der besten Alben wahrscheinlich immer ist, nicht nur Film-Soundtracks. Andererseits, Prince hat sich in den 80ern einiges an Filmen versucht. Und nach Purple Rain wurden die Filme halt ein bisschen künstlerischer, abstrakter und das waren dann halt so eher die Kandidaten, die goldene Himbeeren ohne Ende eingeheimst haben. Purple Rain ist halt noch bei vielen etwas lieb in Erinnerung geblieben. Was wir noch erwähnen sollten, wo man mit Prince natürlich auch noch in Kontakt kommen konnte und was sicher für dein Publikum so ein Anstoßpunkt ist, wo man vielleicht noch ein bisschen mit seiner Musik in Berührung kommt, ist Tim Burtons Batman-Film aus 89. Stimmt, da hat er ja dieses Musikvideo gemacht hat, wo er so sich mit sehr grüner Locke so in Szene gesetzt hat. Und dieses Musikvideo, ich glaube, das ist auch heute noch vielen Leuten in Erinnerung geblieben. Es gab ja 2 Soundtracks für Batman. Also es gab den musikalischen Score von Danny Elfman, der ist veröffentlicht worden. Und dann gab es halt noch einen eigenen Soundtrack von Prince. Weil es gibt auch zum Beispiel diese Szene in dem Film, wo Jack Nicholson als Joker quasi diesen ins Kunstmuseum einbricht und dort alles übersprayt und dann läuft halt Party Man von Prince im Hintergrund. Und das, was du angesprochen hast, war der sogenannte Bat Dance, was
Das Video geht, glaube ich, auch ewig und es ist einfach nur bekloppt. Und das ist das Schöne an Prince, weil einerseits war er ein unglaublich begnadeter Musiker, andererseits ist das Zeug, was er rausgehauen hat, gerade an Musikvideos, an Filmen, so verdammt trashig und weird teilweise, dass man da definitiv nochmal gut drüber reden kann in einem Podcast. Ja, ich meine, Prince war ja auch so eine Persönlichkeit. Er versuchte sich immer so durch sein Outfit, durch seine Performance auf der Bühne in Szene zu setzen. Ich meine, er hat ja, wenn man das mal so mit heutigen Musikern vergleicht, ich nenne jetzt einfach nur mal Madonna oder Lady Gaga und wie sie alle heißen, man merkt schon gewisse Parallelen. Ich meine, er hatte damals so das mit den, ja, wie soll man sagen, mit seinen Hemden und mit seinen langen Sakkos und dann seine Tolle und das, so wie er seinen Bart präferiert hat. Also das war schon, sage ich jetzt mal, auch wenn es aus heutiger Sicht eher so für normale Leute befremdlich war, aber er hat dann eben halt so auch so einen gewissen Einfluss gehabt auf die ganze Popszene damals. Ich meine, viele haben sich ja so dann sein Outfit angeeignet. Ich meine, ich war jetzt nicht so einer der Leute, die das jetzt so sonderlich toll fanden, aber man muss ihm sagen, er hat das gewisse, so wie soll man sagen, er hat so diese gewisse Kultur mitgeprägt. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst. Definitiv. Er war, also 84 kam der Film, glaube ich, raus, zumindest das Album. Und Prince war in dem Jahr richtig, richtig fett. Und ja, ist halt so eine Kult. Das war halt gelebte Selbstinszenierung, was er zum Teil gemacht hat. Und Prince definitiv auch größenwahnsinnig irgendwann. Weil die 80er halt so eine fette Dekade waren, wo Leute wirklich, wenn sie Stars waren, waren sie Stars. Und jeder kam in Kontakt mit Koks und allem. Und der Ruhm ist Prince irgendwann merklich zu Kopf gestiegen. Er hat zuletzt immer noch jedes Jahr mindestens ein Album rausgeholt. Aber das wissen nicht mehr so viele, bis auf die wirklich treuen Fans. Ja, ein Album war ja sogar, das hat er ja sogar nur in einem Magazin, das kam ja nur in diesem Magazin raus, das kam ja gar nicht erst großartig anders in den Handel. Er ist definitiv jemand gewesen, der immer sein eigenes Ding durchgemacht hat, auch wenn es an allen möglichen Punkten angeeckt hat. Du hast seine Outfits angesprochen. Kevin Smith hat mal gesagt, also der Regisseur von Clerks und Jay und Silent Bob schlagen zurück, der sollte halt mal eine Dokumentation mit Prince drehen und hat dann auch gesagt, dass seine Managerin für ihn die Klamotten aus der Kinderabteilung geholt hat, weil Prince halt so klein war, dass er sich tatsächlich Kinderklamotten besorgen musste. Ja gut, das macht dann natürlich Sinn, ne? In der Größe solche Sachen zu bekommen, ist natürlich im Erwachsenensektor eher schwierig. Ich meine, er hätte sie auch alle selber dann zuschneiden können, aber ich glaube, wie schon angemerkt, er war eben halt sehr eigen. Ich meine, alle Persönlichkeiten aus den 80ern, die so einen gewissen Status hatten, waren sehr eigene Persönlichkeiten. Nimmt man jetzt Prince, nimmt man Michael Jackson, da merkt man dann schon Parallelen, weil die eben halt in ihrer eigenen, ich will jetzt aber mal das einfach nur mal so nennen, weil die eben halt in ihrer eigenen Welt lebten und das eine große Zuschauerschaft hatte. Und das ist der Punkt, wo wir uns wirklich mal Purple Rain dem Film zuwenden sollten, weil das ist eine interessante Mischung. Es war Prince erstes Filmprojekt und einerseits ist da dieses Ego, ist da diese wahnsinnige Selbstinszenierung, das kommt da sehr schön zum Tragen, aber er vermischt es auch tatsächlich mit Selbstkritik. Und der Film ist halt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und hier ist mal der ganz fabulöse Shit, sondern er hat auch teilweise einen harten, nachdenklichen Core, wo er auch sich selbst zerlegt quasi, sich und seine Starallüren. Und das Das finde ich ist unglaublich richtig. interessant. Ja, das wäre aber jetzt auch der Punkt, wo ich vorschlagen würde, dass du mal so ein bisschen die Story um Kid, wie er ja in diesem Film heißt, mal zusammenfasst. So mal ein bisschen den Plot anschneiden. Ich glaube, das kannst du besser als ich. Ich versuche das mal ganz grob zusammenzufassen. Es geht um drei Bands in Minneapolis und Prince hat halt einen Act in einem Club mit seinen Bandmitgliedern. Er und eine rivalisierende Band namens Morris Day and the Time.
Und ja, Prince verliebt sich einerseits und andererseits hat er Stress zu Hause, weil sein Vater seine Mutter schlägt und alles und er halt diesen wirklich sehr komplizierten Background hat. Und im Verlaufe des Films geht Kids Ego mit ihm durch und seine Freundin ist Apollonia. Die lernt er kennen, die wickelt er um den Finger und die baut sich auch eine eigene Band auf. Und durch seine Starallüren verliert Kid irgendwann seinen Platz in dem Club, weil sie nur zwei Bands beschäftigen wollen und nicht drei. Und er muss dann halt zusehen, dass er sein Leben auf die Kette kriegt. Also einerseits, dass er nicht so ein Arsch wie sein Vater wird, andererseits, dass er wieder im Club auftreten kann und auch, dass Apollonia sich nicht von ihm abwendet. Das ist dann quasi halt so Hauptthema und Ziel des Films. Und das Ganze wird dann immer so schön mit den, also ich finde, so die meiste Screentime, also so kam mir das jetzt zumindest vor in dem Film, ist, dass irgendwelche Songs auf Bühnen performt werden. So ist jetzt mein Eindruck vom Film. Ich habe jetzt nicht die Stoppuhr gehalten, aber ich finde, dass man das so sehr gut kombiniert hat. Man hat eben halt so die Story um Kid und dann eben halt um sein Leben, aber gleichzeitig siehst du dann auch jedes Mal die Stücke, die dann immer irgendwie so zusammengeschnitten sind, dass das dann auch alles irgendwie passt. Und besonders ist mir aufgefallen, dass Prince irgendwie in diesem Film so den Maßstab gegeben hat für spätere Musikfilme, weil es wird immer irgendwie so konzipiert in Musikfilmen und meines Erachtens haben sich viele Filme daran jetzt orientiert, dass immer das irgendwie so gestrickt wird, du hast eine Liebesgeschichte, du hast eben halt Konkurrenz als Musiker und du hast natürlich auch einen Familienhintergrund, der sehr tragisch ist. So, das ist mir so mal aufgefallen, wenn ich das jetzt mal so mit, sage ich jetzt mal, Hip-Hop-Filmen, die 20, 30 Jahre später liefen, wenn ich das jetzt mal so vergleiche. Definitiv. Und ich finde es auch gut, dass du als allererstes die Performances ansprichst, weil das ist quasi das große Plus in dem Film, weil Prince ist ein unglaublich starker Bühnenmusiker gewesen. Und wenn er da tatsächlich eine Bühnennummer hinlegen darf, das ist pur. Also einerseits hast du da diese 80er-Atmo, das Flair dieser 80er Jahre Minneapolis Clubszene kommt da richtig gut raus. Und er integriert diese Live-Performances auch in die Story. Und wenn man zum Beispiel nicht unbedingt die Song-Lyrics versteht, dann geht einem im Film auch ein bisschen abhanden. Am Ende, also die Schlussperformance ist wenig überraschend, Purple Rain. No spoiler. Und da zieht ja ein gigantisches Gitarrensolo ab, bei dem man fast Gänsehaut kriegt, wenn man die Performance sieht. Aber es ist halt teilweise auch sexgeladen, wie er auf die Bühne geht. Also es gibt eine Stelle, da nimmt er seine Gitarre und simuliert einen Fellatio-Akt auf der Bühne. Und das ist so übertrieben, aber auch so ekstatisch in einer Hinsicht. Wenn man live in diesem Club gewesen wäre, das wäre eine der großartigsten Performances gewesen, die man je live gesehen hätte. Und es gibt halt auch eine Schattenseite. Denn wenn man nicht unbedingt auf die Songs achtet, geht einem quasi auch so ein bisschen der rote Faden verloren. In einer Schlüsselszene, die auch sehr sexuell aufgeladen ist, performt er halt Darling Nikki auf einer Bühne. Und das ist die Szene, wo Apollonia im Club ist, sie sieht die Performance und sie ist beleidigt und rennt raus. Und wenn man nicht weiß, dass in den Lyrics quasi sie bloßgestellt wird und es teilweise um weibliche Masturbation geht und er sie tatsächlich sexuell in dem Song ein bisschen auf der Bühne gerade erniedrigt, versteht man das auch nicht unbedingt, warum sie jetzt angesichts dieser Performance rausrennt. Ja, das ist nämlich auch, warum ich unbedingt empfehle, den Film im O-Ton zu schauen, weil es nimmt viel, also ich habe ihn jetzt in beiden Versionen mal gesehen, weil er wurde zuletzt auch auf Arte ausgestrahlt und ich finde, es nimmt sich viel, wenn man dann eben halt diesen Spagat hat, so zwischen Deutsch, also zwischen Übersetzung, der Lokalisierung und dann eben halt den englischen Lyrics. Also ich empfehle unbedingt den Film auf im O-Ton zu schauen, weil weil teilweise auch so der Slang auch so teilweise so schön rüberkommt im O-Ton. Das ist leider in der deutschen Übersetzung jetzt nicht so gelungen, finde ich. Ich weiß nicht, ob du beide Sachen kennst. Doch,
Und ich gebe dir da recht, in der deutschen Fassung ist Prinz sehr langweilig und uncharismatisch synchronisiert. Und das geht halt nicht, weil Prinz ist halt so Charisma geladen. Das ist halt so, als würde man Falco nehmen und ihm im Englischen eine völlig generische Stimme zuschustern. Das funktioniert nicht, weil Falco ist Falco. Und verstehst, was ich meine? Also du willst das dann auch rübergebracht bekommen, Es ist finde ein ich. schöner Vergleich, weil du musst es authentisch haben, weil wenn du dieses Mischmasch-Ding hast, das funktioniert einfach atmosphärisch nicht. Ich meine, ich finde persönlich auch, wenn ich jetzt nicht finde, dass Purple Rain die großartigste Story hat, aber so diese ganze Kombination aus der ganzen Bühnenperformance und wie die Lyrik seiner Songs eben halt so mit seinen Ereignissen vermischt werden. Ich finde, das ist deswegen ein sehenswerter Film. Ich finde jetzt nicht, dass es der großartigste Musikerfilm ist, aber das macht diesen Film eben halt so sehenswert. Ich glaube, der würde heutzutage nicht mehr so gut funktionieren, wenn man ihn in der heutigen Zeit gedreht hätte. Aber so für die damalige Zeit mit dem ganzen Bühnenbild und wie Prince auf der Bühne agiert, das ist schon ein wirklich guter Film, muss man sagen. Es ist halt ein Mischmasch, weil einerseits hast du eine unglaublich trashige Seite, darüber sollten wir gleich auch noch kurz reden, aber andererseits auch diese furchtbar ernste, weil es geht unter anderem um häusliche Gewalt, es geht um Suizid, da werden auch soziale Problematiken aufgegriffen, weißt du? Und Prince dekonstruiert sich wirklich, er stellt sich als arrogantes Arschloch dar und merkt auch, wie mit ihm das Ego irgendwann durchgeht. Es gibt einen kleinen Subplot, dass sich seine eigenen Bandmitglieder von ihm verarscht fühlen, weil er teilweise auf eine Bühne gibt, er spielt einen Song, das ist seiner und die Songversuche der Bandmitglieder werden dann halt immer ignoriert, wenn sie auch mal was in die Show einbringen wollen. Dass er halt dieser Egomane ist, der nicht mit anderen zusammenarbeiten kann, der niemand zu nah an sich rankommen lassen möchte. Und am Ende gibt er dann natürlich auch ein bisschen nach, wenn er merkt, dass er quasi sich zum selben Idioten wie sein Vater, der halt die Mutter schlägt, entwickelt. Und er merkt dann, okay, wie ich Apollonia, wie ich meine Bandmitglieder behandle, das ist nicht richtig. Ich darf mir das nicht zu Kopf gehen lassen, denn sonst ende ich wie mein Vater, der ja auch ein gescheiterter Musiker in dem Film ist. Und er arbeitet dann auch den Song seiner Bandmitglieder ein, was dann halt auch Purple Rain im Finale ist. Oh Wunder, Überraschung. Und es ist halt wirklich ein großartiger Moment am Ende. Ich bin jetzt nicht so sonderlich groß mit der Bio von Prince bewandert. Könnte man sagen, dass das Ding ein Biopic ist oder ist da echt viel einfach nur dazu erdacht? Denke, es ist einiges erdacht und einiges beruht irgendwo schon auf wahren Begebenheiten. Also er hat auf jeden Fall eine persönliche Note und das merkt man sowohl an den Songs als auch an dem Filmplot, dass das Prince schon ein bisschen wichtig war, weil wenn das dein erster Film ist und wenn du so großartig in der Popmusik explodierst wie er damals 84, dann machst du nicht mal eben so einen Film, wo du dich selbst niedermachst die Hälfte der Zeit über. Und er hat es halt trotzdem gemacht. Ich denke schon, dass da einiges aus seinem realen Hintergrund mit eingeflossen ist. Ich weiß jetzt, ich kenne seine Biografie jetzt auch nicht so genau. Also ich weiß nicht, ob sein Vater auch Musiker ist und ob er da auch die Mutter geschlagen hat und was auch immer. Aber er zeigt auf jeden Fall Prince Anfänge auch, weil er war in Clubs in Minneapolis. Er schreibt auch die Songs für alle drei Bands, die in diesem Film auftauchen. Und das sind halt die Apollonia Six, es ist Morris Day and the Time und es ist halt seine eigene Band, The Revolution. Und das sind drei Bands, die haben halt alle diesen Minneapolis-Sound, den Prince gedreht hat, aber du merkst auf jeden Fall jeder Band ein eigenes Profil an. Und das kommt auch sehr, sehr gut im Film zum Tragen, dass du merkst, okay, das ist die Band, das ist die Band, das ist die Band, das kannst du musikalisch schon ein bisschen mit rausfiltern.
Ich weiß jetzt persönlich nicht, inwieweit Prince mit an dem Drehbuch schreiben durfte. Ich denke mal, mit seinem Standing damals hatte er mit Sicherheit großen Einfluss. Glaubst du, er hat da so ein paar gewisse Erlebnisse verarbeiten wollen? Ja, denn das war tatsächlich ein Konzept von Prince. Und ich meine, er hat sein Album verfilmt. Anders geht es gar nicht, als dass Prince das konzipiert. Und ursprünglich hätte der Film noch viel dunkler sein sollen, dass da mehr Sexszenen reinkommen, dass da mehr Gewaltszenen reinkommen. Und da haben dann die Studios gesagt, Moment, so krass sollten wir das nicht machen. Und dann ist es halt auch ein bisschen abgeschwächt worden, dass dann halt diese lustigen Szenen noch mit dazu kommt. Es ist, ich denke, wir sollten nicht nur diesen ernsten Teil betonen, sondern der Film hat definitiv seine Stellen, an denen er Spaß macht. Prince flirtet, indem er sich total creepy hinter Apollonia stellt und mit seiner Sonnenbrille rumspielt. Also so ziemliche 80er-Trash-Dinge, die heute gar nicht mehr funktioniert würden. Die sieht man noch da. Das sind halt die Momente, wo sein Ego ein bisschen mit rauskommt, weißt du? Ja, auch die erste oder zweite Wasserszene ist so schön, wo sie sich dann einfach mal so nackt auszieht, in den Pool springt und er macht halt gar nichts. Er steht einfach nur da. So, sie zieht sich aus, sie springt ins Wasser und er macht einfach gar nichts. So. Ja, das ist ja das Initiationsritual im Lake Minnetonka, ne? Also du musst dich ausziehen und in diesem See waschen und dann macht sie das für ihn und er sagt dann, es gibt nur ein Problem, das ist nicht der Lake Minnetonka. Und dann fährt er auch sein Motorrad weg und sie muss erstmal nackt hinterher und das ist halt schon trashy in einer gewissen Hinsicht. Und vor allem, und das möchte ich hier betonen, Morris Day ist halt der Bandleader von Morris Day and the Time und jede Szene, in der er vorkommt, ist absolut großartig. Er ist tatsächlich so eine Art Scene-Stealer in diesem Film, weil er so übertrieben ein Charakter ist. Er ist richtig tuckig, also herrlich angeschwult ist der Mann. Und er hat halt so Szenen, wo er an einer Stelle schmeißt er eine Frau total random in einen Müllcontainer. Das muss man sich vorstellen. Es ergibt im Film nicht viel Sinn, aber es ist trotzdem da. Es ist so, auch die Performances, die er auf der Bühne hinlegt. Morris Day kann man endlos feiern und es gibt halt tatsächlich diese Szene am Ende, wo Prince Vater sich erschießen möchte und wenn dann Morris Day in der nächsten Szene auftaucht, sagt er so zu Prince, na, wie geht's der Familie? Und au, das tut weh, dass er da so ein richtig, er ist halt dieses fiese Arschloch, aber andererseits auch total schillernd und übertrieben. Und das kann man dann halt auch aus trashiger Seite her ein bisschen abfeiern, wenn man sieht, was da für Performances hinterstecken. Ich finde auch, es wird so ein bisschen gebrochen mit dieser, also so ist mein Eindruck, mit dem damaligen Bild, was so die schwarze Soul- und Funk-Kultur hatte. Ich finde, da wird so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ich weiß nicht, ob du das auch so ähnlich siehst. Ja, definitiv. Also der Film soll lustig sein. Es ist nicht so, als wären diese Szenen ernst gespielt, sondern es ist halt so eine Gesamtmischung. Er hat halt diese ernsten Momente, aber er hat halt auch diese erleichternden, lustigen Momente zwischendurch. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass der Film heute so einen kleinen Kultstatus hat und dass Prince-Fans ihn noch so wohlwollend in Erinnerung haben. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen Key an dieser Stelle, denn wenn man wirklich gar nichts mit Prince und seiner Musik anfangen kann, dann wird man auch mit dem Film zwangsläufig nicht viel anfangen können, denn es ist halt wirklich Prince in Reihenform. Der Film ist quasi Beiwerk, um die Musik zu untermalen. Gelingt nicht immer. Prince's größter Hit aus dem Album war When Doves Cry. Das wird in einer Szene exklusiv genutzt, um ihn beim Motorradfahren zu untermalen. Und es ist halt wichtig, weil die Lyrics ein bisschen den Plot widerspiegeln und das, was in seinem Kopf in dem Moment vorgeht. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt ohne ein gewisses Ohr dafür zu haben ansieht, dann ist es halt, dann fragt man sich halt, warum nimmt er den größten Hit, um diese Szene zu untermalen, wo er nur auf dem Motorrad sitzt und durch die Stadt fährt. Ja, so ist nämlich auch mein Eindruck. Also wie schon am Anfang erwähnt, ich bin jetzt
alles andere als ein großer Freund seiner Musik. Also das hat jetzt einfach damit was zu tun, dass ich einfach mit ganz anderen Dingen in der Musik bewandert bin. Und daher sage ich auch, also so die Geschichte dahinter hat mich jetzt nicht so gepackt, aber ich finde nach wie vor die Inszenierung von dem Ganzen, macht es alles sehenswert und das macht es alles wieder weg, dass ich mit seiner Musik jetzt nicht so viel anfangen kann. Also da muss ich auch objektiv sagen, es ist so zusammengeschnitten, dass es alles Sinn ergibt. Es ist vor allem eine 80er-Zeitkapsel quasi. Man sieht den Film, man weiß, warum man ihn heute nicht mehr drehen könnte, aber man ist trotzdem halt in dieser 80er-Atmo drin. Und man merkt auch, warum der Film damals tatsächlich erfolgreich war. Und es sind so viele Klischees drin. Ich glaube, der Film endet auch mit einem Freeze-Frame nach seiner letzten Performance, also so Rocky 3-mäßig. Es hat halt auch ein bisschen was von einem Sportfilm nur mit Musik. Es ist halt irgendwo großartig, aber es ist jetzt halt nicht so, als würde ich sagen, okay, das ist ein Must-See-Film, den muss jeder unbedingt gesehen haben. Nein, er ist nicht übermäßig großartig. Man muss halt tatsächlich auch einen gewissen Softspot, für Prince haben und auch ein Ohr, für Musik und Songtexte, um den Film völlig verstehen und genießen zu können. Aber irgendwo, gerade wenn man sich jetzt nochmal dieses Jahr von Prince verabschieden möchte, weil er von uns gegangen ist, das ist dann quasi das perfekte Vehikel dafür. Ich denke, wir haben jetzt aber auch wirklich alles über den Film zusammengetragen. Oder fällt dir Eine noch irgendein Sache Fakt auf? würde Ja. ich noch kritisieren. Die Mutter ist sehr relevant für den Plot, weil Prince, immer wenn er nach Hause kommt aus seiner Musikwelt, zu Hause erwartet ihn dann ein komplett anderes Umfeld. Das hat man hat diesen Bruch. Auf der Bühne ist er der King und dann kommt er zu Hause, er wohnt noch bei seinen Eltern an und der Vater schlägt die Mutter. Und wie die Mutter behandelt wird, ist auch für Princes Charakterentwicklung in dem Film sehr relevant. Aber ich glaube, die Mutter kommt kein einziges Mal zu Wort. Ich glaube, sie hat keinen einzigen Dialogsatz. Das Ich ist. glaube, nur in der Anfang, also in der ersten Szene, wo sie geschlagen wird, ich glaube, dann also sagt sie nur irgendwie so, ist okay, oder ich weiß gar nicht mehr, welche Line sie da raushaut, aber ich glaube, das war es dann auch echt. Das ist ein bisschen seltsam. Ich sollte auch noch erwähnen, ich habe ja schon gesagt, dass er unter anderem die Songs für alle drei Bands gespielt hat. Und Apollonia 6 hätte zum Beispiel auch den Song bekommen sollen, Manic Monday. Dazu ist aber nicht gekommen, also hat Prince den Song den Bangles gegeben, die daraus einen riesen 80er-Hit gemacht haben. Stattdessen performt Apollonia 6 in dem Film einen Song namens Sex Shooter. Und das ist so der schwächste Song des Films. Er hat halt auch die Goldene Himbeere für gewonnen. Und wie gesagt, das ist so Princes mit Abstand erfolgreichster Ausflug in die Filmbranche. Er hat danach halt noch Filme wie Under the Cherry Moon und Graffiti Bridge rausgebracht, aber die gelten als unglaublich, unglaublich trashy. Es ist auch sehr schwer, sie heute noch in die Finger zu bekommen und die haben dann halt auch viele Negativpreise eingeheimst und weil nach Purple Rain haben ihm die Studios dann auch ein bisschen freie Hand gegeben, gesagt, okay, Prince, das war jetzt ein Hit, du darfst deine Ideen voll und ganz umsetzen. Und ich glaube, es hat schon gut getan, dass das Studio ihm in diesem Film auch ein bisschen gezügelt hat und es halt nicht so in totale Kunst eskaliert. Prince küsst an einer Stelle eine Bandmusikerin und die verzieht das Gesicht. Das sind halt so kleine Momente, die noch Ja, es sind halt so interessant sind. diese kleinen trashy Moments, die so das ganze Bild irgendwie so ein bisschen auflockern. Aber ich finde so unterm Strich, es ist ein Film, den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Aber wie du schon gesagt hast, es ist kein Must-See, aber es ist ein sehenswerter Film. Und auch wenn man also ich persönlich, der nicht mit seiner Musik viel anfangen konnte, fühlte mich gut unterhalten, wie du schon das eben festgehalten hast. Es ist wirklich diese Zeitkapsel 80er. Du bist voll drin in dieser Zeit, in diesem Setting. Und heutzutage würde sowas nicht mehr so gut ankommen. Aber für die damalige Zeit zu Recht ein guter Film. Nicht der beste, aber es ist ein Film, da kann man sich mal drin gefangen halten. Wer sich mit Prince, dem Künstler, beschäftigen möchte, für den ist der Film ein Muss. Sonst verpasst man wirklich, wirklich nichts. Selbst wenn es um 80er Musik- und Tanzfilme gibt, gibt es weitaus trashigere Kandidaten. Und
es ist halt tatsächlich mehr so eine interessante Charakterstudie, wenn man Prince analysieren will. Er ist irgendwo Kult, aber wenn man wirklich mit 80er Musik, wenn man mit Prince nicht viel anfangen kann, kann ich auch sagen, okay, skippt ihn. Ihr werdet da wahrscheinlich nicht allzu viel draus holen können, denn es ist halt auch irgendwo gemischt. Er hat seine ernsten Momente, er hat seine lustigen Momente und man merkt es ihm auch ein bisschen an, dass da quasi er eine Mixed Bag ist. Also dass von allem ein bisschen etwas ist, aber auch nichts wirklich heraussteht. Außer der Musik und den Live-Performances. Ja, okay. Das war dann der erste Hollywood-Podcast.